Willkommen zurück, Leute, zu Super Mario 3D Land, hier aus dem Luigi Run in Spezial 8. Wir haben es fast geschafft. Wir haben hier keine goldene Fahne, sehe ich gerade. Okay, das bedeutet am Ende absolute Konzentration, 30 Sekunden Limit. Sollte aber an dieser Stelle natürlich gar kein Problem sein. Und auch der Schatten Mario kann uns nur marginal ärgern. Ja, ja, natürlich. Ah, die Blume. Wollen wir die Blume? Ich denke, wir wollen die Blume haben. Denn ich kann mich an dieses Level sogar noch ein bisschen erinnern. Ja, tatsächlich. Ich glaube, ich habe diesen Part hier schon mal gesehen. Also, jetzt bei mir selbst. Lustigerweise. Okay, das wusste ich jetzt nicht mehr. Beziehungsweise doch, ich wusste es, aber ich wusste nicht, wie ich das verhindern sollte. Oh, genau. Ja, ich kann mich sogar sehr gut hieran erinnern. Aber insgesamt ist das hier ein extrem einfaches Level, wenn man nicht unbedingt die Münzen sammelt. Oder? Na, der Stern wäre jetzt gar nicht so verkehrt gewesen tatsächlich. Aber wir haben die goldene Fahne, wir haben es mit Luigi geschafft. Und das war kein Ding. Natürlich nicht. Ach, als ob. Als ob. Ja. So, der letzte Part kam ja sogar schon gestern. Jetzt könnte man fast denken, was ist hier los? Jeden Tag Luigi? Das ist ja der Wahnsinn. Ja, die Sache ist ganz einfach die. Es ist ziemlich leicht zu erklären. Ich habe ja so ein bisschen das Problem, ich habe nichts auf Lager, weil ich einfach das Wochenende über... Ich hatte nicht so richtig die Lust. So, das kann man wohl ganz offen so sagen. Und dieses Spiel, also so 3DS-Spiele an sich, die lassen sich halt sehr einfach aufnehmen. Also sehr schnell. Da ist man auch gleich wieder wahnsinnig produktiv, wenn man einen so einen 3D-Land-Part aufgenommen hat. Das ist der Wahnsinn. Ja. Nein. Eigentlich ist das Level mit Luigi, glaube ich, sogar gar nicht mal so schwer. Weil mit Mario sind die Sprünge einfach ein bisschen knapper und man kann sich hier ein bisschen mehr erlauben. Dann ist das nicht so das Problem. Aber naja, gut, dumm gelaufen. Ich habe auf jeden Fall nichts auf Lager und ich wollte eigentlich heute Naruto noch bringen. Aber so eine Naruto-Aufnahme... Die muss man ein bisschen länger machen einfach, das, weil wann kannst du wieder speichern und so, das sind so Sachen, die weiß man in dem Moment einfach nicht. Und dann habe ich mir, boah, okay, ja gut, er ist halt rutschig, ne, das ist halt immer noch sein Riesen-Handicap, aber die großen Sprünge sind jetzt nicht so verkehrt. Mit dem Tanuki wäre das hier natürlich episch. Aber was soll's, das ist mir halt jetzt gerade nicht vergönnt, so ein Tanuki. Also leben wir damit, komme ich da so ganz schon hoch? Ja. Boah, ich bin so ein Skiller. Geht's. Wow. So schnell ist das? Das hätte ich jetzt aber nicht unbedingt so erwartet. Naja, gut, komm. Bisschen Konzentration bitte. Dann klappt das Level auch. Wenn du dich jetzt überhaupt nicht konzentrierst, dann wirst du noch failen. Ich kenne dich, Chris. Ich kenne dich. Ich kenne dich leider zu gut. Was ist denn... Achso. Ach, wir haben die goldene Fahne sowieso schon. Okay. Super, das läuft ja... Das läuft wunderbar, würde ich mal so behaupten. Ja, und Naruto-Aufnahme halt länger. Deswegen also für all diejenigen, falls jetzt jemand hier guckt, der tatsächlich auf Naruto wartet. Ich weiß, das sind wenig, die tatsächlich jetzt großartig an Naruto interessiert sind. Es kommt aber morgen. Also morgen verspreche ich das. Ich werde mich heute Abend nach der Arbeit hinsetzen und das Ganze aufnehmen. Bei mir beginnt nämlich heute wieder die Spätschicht. Bedeutet, ich muss nicht mehr nachts arbeiten, sondern in der Spätschicht halt. Das ist, ja, ob das jetzt besser oder schlechter ist, das muss man so für sich selbst entscheiden. Also, beziehungsweise ich muss das für mich selbst entscheiden. Ich finde es, ja, über sowas redet man ja nicht. Deswegen nur Positives. Ja, ja. Auf jeden Fall ist das jetzt so mein Tagesablauf in dieser Woche. Okay, das war jetzt ein bisschen doof von mir tatsächlich. Ja, okay, das war ganz gut hier noch durchzukommen. Ja, das war auch ganz gut, das mitzunehmen. Ja, okay. Da muss ich ein bisschen weiter nach rechts ziehen, alles klar. Auch nicht so das Problem. Und an der einen Stelle ein bisschen hin und her schwenkern, damit er mich nicht kriegt. Gut. Muss man ja alles nur erstmal wieder wissen. Das ist halt... Man merkt sich ja, man lernt diese Levels ja auch nicht unbedingt auswendig. Keine Ahnung, also ich auf jeden Fall nicht. Ja, hier komme ich auch eigentlich so ganz unproblematisch durch. Oh, zieh nach rechts, genau.
Wow, 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 wow. Das war jetzt eng. Das war jetzt mal richtig eng. Aber ich glaube, wir haben das Level auch schon fast. Ich glaube es zumindest. Also es dürfte jetzt nicht mehr so irre viel kommen. Weil hier wäre jetzt der Bowser-Kampf. Naja, auf jeden Fall geht bei mir die Spätschicht heute los und so. Und ja, tatsächlich muss ich mir auch so jetzt Gedanken darüber machen, dass es verdammt warm ist. Es ist verflucht warm, Leute. Es ist verflucht warm schon wieder draußen. Also der Frühling beginnt. Das ist ja die Zeit, die ich nicht mag. Es ist ja eigentlich relativ bekannt, dass ich die Zeit des Frühlings und des Sommers so, ist so ein bisschen so meine Hasszeit. Es wird warm, ja, es ist eklig. Ich merke es jetzt schon, also ich merke es jetzt schon in der Bude, dass es ein bisschen warm wird und das stört mich tatsächlich. Das stört mich nicht nur ein bisschen, das stört mich sogar sehr und das finde ich nicht schön und ja, was ist sonst so los? Ich habe gestern im Let's Play Forum, also dieses Let's Play Forum, das gibt einem ja immer wieder verdammt gute Ideen, worüber man reden könnte. Das ist der Wahnsinn. Letztens habe ich sogar ein Thread gesehen, der um mich ging. Das ist der Wahnsinn, ne? Da ging es darum, dass man mit Mario Kart ja ganz einfach Abonnenten farmen könnte, damit ich das in meinem Part gesagt hätte. Aber ich war eigentlich der Meinung, dass ich das anders gesagt hätte, muss ich jetzt mal so sagen. Ich habe doch in Mario Kart 7 nicht gesagt, dass es einfach wäre, damit Abonnenten zu farmen. Ich habe nur gesagt, es gibt ein paar Leute, die sich wirklich alles reinziehen, was in Sachen Mario Kart da ist. Aber dass ich halt daran glaube, dass die Leute im Endeffekt danach gucken, was derjenige da erzählt in seinen Parts und ob das interessant ist. Und das haben mir jetzt auch die meisten so bestätigt. Von daher, naja, auf jeden Fall gab es da so ein Thread über mich. Aber das, darum sollte es gar nicht gehen, denn es gab auch ein Thread darüber. Jetzt muss ich überlegen, jetzt habe ich mich selbst aus dem Konzept gebracht. Ach genau, da hatte jemand gesagt, ja, er würde ganz gerne so eine Art Vlog mit Gameplay machen. Was jetzt an sich eigentlich unsinnig ist, so im Großen und Ganzen. Aber mir geht es eher darum, was ganz viele dazu gesagt haben, was ich einfach schlicht und ergreifend falsch finde. Und was auch ganz oft in diesen Bewertungen von Let's Playern so als Kritikpunkt genannt wird, was ich zum Beispiel überhaupt nicht als Kritikpunkt ansehe. Und zwar ist es das, er wollte ja darüber erzählen, was so in seiner Woche passiert. Also was ihm so passiert ist und so. Und ich für meinen Teil, ich finde das überhaupt nicht verkehrt. Und da haben dann wieder alle geschrieben, das interessiert doch keinen, sollst du über das Spiel reden, das ist dann doch kein Let's Play, dann bist du kein Let's Player, wenn du nicht die ganze Zeit über das Spiel redest. Ich finde das so ein Blödsinn. Und auch bei diesen Let's Player-Bewertungen kommt dann ganz oft so zum Thema, ja, du redest auch ganz viel über das Spiel und so, das ist dann auch interessant und spannend. Und das sind so Sachen, das finde ich überhaupt nicht. Also das ist doch keine Pflicht. Also ich finde für meinen Teil immer noch, dass man in einem Let's Play, da kannst du über alles reden, was du möchtest. Wenn ich jetzt darüber reden möchte, dass es draußen warm wird und dass mir das auf den Sack geht, kann ich das doch tun, oder? Jeder, der sich das reinzieht, ich meine, so ein Let's Play, das soll doch eigentlich auch nicht nur vom Spiel leben, oder? Viele sind da scheinbar der Meinung, dass so ein Let's Play einfach nur vom Spiel leben muss. Nur vom Spiel. Und darüber, was in diesem Spiel passiert und dass ich darüber reden soll. So, und das sehe ich halt auch bei ganz vielen Let's Playern dann einfach so, dass wenn in dem im Spiel gerade nichts passiert, so, dann reden die auch einfach nicht. Dann ist einfach mal kurz Stille. So, kann da gerade nichts drüber reden, dann ist jetzt mal 5 Sekunden Stille oder es wird irgendwie überbrückt mit einem komischen Spruch oder so oder sonst was. Das ist bei jedem ganz unterschiedlich, aber ich weiß nicht genau, warum das so sein muss. Man kann doch über irgendwas reden im Zweifelsfall, oder? Das ist doch... Ich meine, wenn... Also ich spreche jetzt mal für mich, ne? Oh, scheiße, das war dumm. Boah, das ist so selten dämlich, was ich hier tue. So, komm, jetzt sieh zu, dass du da drauf kommst, Mann. Boah, wie soll das denn mit Mario gehen, mit seinen kleinen Minisprüngen? Oh Gott, naja. Ich für meinen Teil zumindest, wenn ich so einen Let's Player gucke, dann interessiert mich auch der Mensch an sich, der das spielt. Mich interessiert ja nicht nur das Spiel, mich interessiert ja auch der Mensch dahinter. So. Und dann finde ich es halt auch spannend, wenn der über irgendein Thema spricht und dazu seine Meinung äußert. Und dass ich mal höre, wie der über irgendwas denkt oder so. Oder wenn derjenige mir jetzt erzählen will, was er gestern zu essen hatte, finde ich das eventuell auch spannend. Das kann alles sein. Außer es war... Ja, nee, eigentlich finde ich das auch spannend. Mich interessiert sowas. Bei mir gab es gestern Reis mit kantonesischer Onkel-Benz-Soße. Und
dazu Gemüsefrikadellen, ja. Es war sau lecker. Es war hammermäßig lecker. Würde ich mir heute tatsächlich wieder reinziehen, aber da gibt's das Problem. Nee, da eigentlich gibt's gar kein Problem. Ich könnte es tun, aber... Nee, ich habe keine kantonesische Soße mehr. Ich habe nur noch süß-sauer. Aber süß-sauer mag ich auch voll gerne. Von daher würde das... Oh nein! Ich wusste, das wird zu knapp. Ich wusste es einfach. Ich glaube, ich muss da doch links rüber und dann einen weiter. Das geht besser. Shit. Okay, dieses Level zieht sich ein bisschen. Ist aber auch gar nicht so schlecht, weil der Part ist noch extrem kurz gerade. Der Wahnsinn. Der Wahnsinn. Wo war ich denn stehen geblieben? Ah ja, genau. Das wird dann immer negativ bewertet. Das wird extrem positiv bewertet, wenn man halt ausschließlich sich aufs Gameplay bezieht. Aber ich meine ganz ehrlich, wenn du jetzt so ein Spiel hier spielst, so ein Spiel, wo wir das Ganze hier schon mal durchgeackert haben, dann stellt sich mir die Frage, was soll ich euch denn da jetzt groß zum Gameplay erzählen? Wir haben es doch schon mal gemacht. Wir spielen das jetzt nur noch mal mit Luigi und der kann weiter springen. Und das habe ich schon am Anfang des Parts thematisiert. Da könnte man mir jetzt natürlich sagen, oh, puh, da könnte man mir natürlich jetzt, könnte man mir jetzt einen Orden verleihen dafür, dass ich das getan habe, weil das ja so unheimlich wichtig ist für dieses Let's Play. Und wir das, oh Mann, du bist so ein Napp, Alter. Das ist nicht wahr. Überhaupt, bei diesen Bewertungen, es gibt gewisse Dinge, die kann man bewerten, ja. Du kannst bewerten, wie die Bildqualität ist, du kannst bewerten, wie die Tonqualität ist, definitiv. Das geht. Du kannst auch, ja, so den Kommentarstil, das ist halt, das ist einfach so eine Sache. Oh. Oh, okay. Der Kommentarstil ist einfach so eine Sache, die kannst du nicht wirklich bewerten. Dem einen gefällt dies und das, dem anderen gefällt es eben nicht. Man kann natürlich in gewisser Weise sagen, okay, das ist jetzt unterhaltend. Oder das ist eben überhaupt nicht unterhaltend. Weil es gibt ja auch so Leute, die brüllen einfach dann nur so ein bisschen rum. Oder, ja, weiß ich nicht. Reden, was weiß ich. Selbst da gibt es Leute, denen das gefällt. Deswegen, nein, das ist, ich finde einfach nur, was man da rauslassen sollte, sind so Dinge wie... Ja, ständige Schimpfwörter und Beleidigungen und... Ach, ja. Da muss auch nicht alles rausgelassen werden. Also ich finde jetzt mal, wenn du mal so sagst, oh, Scheiße oder Mist oder Kacke. Ja, finde ich nicht schlimm. Nein! Oh Mann, das gibt's doch nicht. Der Sprung ist Scheiße. Oh mein Gott, der hat's gesagt, ja. Nee, sowas finde ich nicht schlimm. Es gibt da andere Leute, die sind viel krasser drauf. Hallo, Cornel, falls du das siehst. Der Junge, ey. Der hat ein Loddermaul. Das gibt's nicht. Das ist der Wahnsinn. Das war früher nicht so. Irgendwann ging das los. Und jetzt benutzt das... Oh, das... Ich bin so doof. Das Level macht mich gerade fertig. Ein bisschen. Ich weiß nur noch gar nicht, mit welchem Charakter ich das letzte Level spielen werde. Weiß ich noch nicht. Ich glaube fast, ich werde es mit Luigi machen. Weil dieser weitere Sprung... Der hat... Oh, Mann! Der hat einfach seine Vorteile. So, schaffen wir das noch mit über 100 Leben? Das wäre geil. Also ich würde es gerne mit über 100 Leben schaffen. Ah, okay, jetzt sieht es ja wieder ganz gut aus. Kann ich zumindest noch einmal failen in Ruhe. Ja, auf jeden Fall, das ist halt so die Sache. Ich mag es nicht, wenn man dann so sagt, ja, das interessiert niemanden und man soll nur über das Gameplay reden. Ich weiß nicht. Das mag aber auch jeder, also es sieht auch jeder anders. Mir wurde auch schon, wo ich mal gefragt habe, mehr Off-Topic, weniger Off-Topic. Dann gab es halt Stimmen, die sagen, mehr Off-Topic, also mehr abseits des Spiels. Oh Mann! Mehr abseits des Spiels reden, also über ganz andere Dinge. Oder dann gab es auch wieder einige Stimmen, die gesagt haben, ja, nee, Hollo, wir wollen mehr. Red mal mehr über das Spiel, das ist besser. Ja, das Problem ist einfach... Das ist für mich einfach so eine spielabhängige Sache. Es gibt Spiele, da musst du dich einfach voll aufs Spiel konzentrieren. Vor allem, wenn du das so zum ersten Mal spielst und so, dann... Ja, dann bist du halt mit den Gedanken mehr beim Spiel, weil sonst schaffst du es einfach nicht. Vor allem, wenn du da Sachen suchen musst oder so, dann musst du dich da so ein bisschen konzentrieren, ich zumindest. Dann kann ich nicht noch nebenbei über irgendwas anderes reden. Ja, ich könnte es vielleicht schon, aber es... Würde mir schwer fallen und das würde meinem Gameplay auch nicht unbedingt gut tun. So, bei diesem Spiel jetzt hier ist ja im Grunde, ich muss ja nicht suchen oder so.
Oh, spring da jetzt rüber, du. Endlich. Ich muss ja nicht suchen oder sowas. Von daher ist das alles halb so wild. Kann man noch ein bisschen über was anderes reden und dann finde ich es auch angebracht. Naja, ich gucke ja selber auch halt lieber Let's Plays, wo man ein bisschen über was anderes redet und das Spiel läuft einfach nur so im Hintergrund und du guckst dir das dabei an, weil das Auge ist ja bekanntlich mit. Es ist einfach so, das Auge ist mit. Ich kann mir zwar auch gut einfach so ein Podcast, also so ein Infovideo, wo einfach nur der Ton da ist. Das ist ja im Grunde ein Podcast, ne? Könnte man ja so sagen. Oh, das ist aber jetzt gar nicht so schön. Das muss ich sagen, da wäre natürlich nur eine Münze, ist klar. Oh, ich wusste, dass das schief geht. Ich weiß, dass das nicht schief geht. Ja, Wahnsinn. Boah, ich glaube nicht, dass ich das hier im First Try mache. Nee. Oder? Ah, ich kenne das Level noch. Also von daher, hier ist halt einfach nur die Schwierigkeit, an die Münzen zu kommen, glaube ich. Ansonsten ist das relativ machbar. Ja. Das könnte jetzt vielleicht auch wieder ein Level sein, wo ich mich ein bisschen mehr aufs Spiel konzentrieren muss. Vielleicht sollte ich die 30 Sekunden hier am Anfang auch mitnehmen. Ja, so 20 Sekunden. Oh, knapp. 20 Sekunden mehr. Die sind so nicht zu verachten. Ich meine, ich kenne das hier stellenweise noch auswendig. Denn ich hab's ja schon gespielt. Ne? Es ist ja jetzt nicht so blind, muss man sagen. 57 Sekunden. Ja, komm, egal. Dann lassen wir dich einfach mal außen vor. Da vorne gibt es ja schon wieder Zeit. So, und das wäre jetzt halt so ein bisschen übers Gameplay gelabert. So, okay. Es ist auch nichts Verkehrtes. Wow. Absolut nicht. Es gibt ja auch wirklich Leute, die reden ausschließlich darüber. Sowas kann ich mir auch angucken. Das ist halt auch immer so die Sache. Kommt auch ein bisschen darauf an, worauf man gerade Bock hat oder so. Weiß ich nicht. Kriege ich eigentlich ein Item, wenn ich dich besiege? Ich glaube sogar, ich kriege ein Item, wenn ich dich besiege, ne? Nein. Natürlich nicht. Okay, jetzt. Ich muss echt gucken, wo die Dinger kommen. Ich will jetzt einfach keinen saudoben Fehler machen. Hier müsste Bowser auch schon. Gibt es Bowser in diesem Bereich? Ja. Okay, er kommt hier nochmal vor. Aber eigentlich, in den Spezialwelten kommt er ja gar nicht unbedingt immer vor. Das ist ja so ein bisschen die Sache gewesen. Hier, das sitze ich aus. Mag unnötig sein, aber wir gehen auf Nummer sicher. Oh nein. Ja. Saudumm. Nein, Mann, aber das war so klar. Oh Gott, das werde ich jetzt 1000 Mal machen müssen. Puh. Ja, das wäre halt einfach so eine Sache, wo man sich eventuell den Tanuki holen sollte. Die Sache ist jetzt auch die, hier wieder als Kleiner durchzurennen. Das ist fast unsinnig, ne? Kann man das so sagen? Ich weiß es nicht. Ach, okay. Das ist ja jetzt, das war ein Versehen. Ja, ein bisschen. Nein, ich will das Level verlassen. So. Wir gehen zurück zur Levelauswahl. Ich verlasse das Level jetzt erstmal. Und wir machen etwas, was sich eigentlich nicht gehört. Aber wir tun es trotzdem. Wir gehen jetzt einmal kurz in Welt 1. So, wir gehen in die ganz normale, stinknormale Welt 1. Und besorgen uns einen Tanuki. So, nein. Nein. Nicht spezial. Normale Welt 1. So. Dann holen wir uns einen Tanuki. Und versuchen damit durchzukommen. Weil das ist halt ein Level, das haben wir auch schon gemacht. Und ich finde, es ist jetzt nicht unbedingt nötig, dass ich mich da jetzt quäle, oder? Ist es wirklich nötig? Nein, ist es nicht. Danke. Danke für euer Verständnis. So, macht nichts. Ich habe den Tanuki trotzdem. So, und ich glaube, man kann sich in diesem Level sogar einen Ersatz-Tanuki holen. Ich bin mir da nicht sicher. Ich habe dieses Level echt, also, ja, was heißt oft gespielt. Das wäre jetzt gelogen. Sicherheitshalber. Nein, aber ich habe das Level halt auch schon damals gespielt, um mir Tanuki zu besorgen. Für, ich glaube auch für das Level, ne? Ich
meine, für das Level hatte ich mir damals auch einen Tanuki besorgt. Und da habe ich es auch ganz oft geschafft, tatsächlich am Ende ohne Tanuki aus diesem Level rauszugehen. Ja, wenn man ein Volltrottel ist, das ist der Wahnsinn. So, und ich weiß auch immer noch nicht, wie das letzte Level aussieht. Also ich habe mich immer noch nicht drauf spoilern lassen. Ich war heute tatsächlich einmal kurz davor zu sagen, okay, komm, jetzt guck mal da rein. Dann weißt du, wie das Level aussieht, dann hast du ein bisschen bessere Chancen, es tatsächlich auch zu schaffen. Aber dann dachte ich mir wieder, ach komm, nein. Du gehst da blind rein, eventuell gucke ich mir das zwei, dreimal an und entscheide dann, dass wir zwei Tanukis brauchen. Kann ja sein. Vor allem will ich mich jetzt mal nicht freisprechen. So, also wir haben zwei Tanukis. Wenn wir es damit nicht schaffen, dann schaffen wir es nicht. Nein, das geht. Das Level ist an sich nicht so schwierig. Man darf jetzt nur nicht glauben, nur weil man einen Tanuki hat, ist alles auf einmal hier. Ist egal. Meine Ersatz-Tanuki hebe ich mir auf, falls ich klein werde. Na, ach Mann, ey. Das ist es nämlich. Sobald du so ein Ding hast, denkst du, du bist Mr. Unbesiegbar. Und das ist einfach nicht so. Und man lässt alles auf einmal, ja, schweifen, so. Die Gedanken auch. Nicht mehr aufs Ziel gerichtet und so. Das ist ganz, ganz schlecht, nicht aufs Ziel gerichtet zu sein. Immer aufs Ziel, die Augen aufs Ziel. Richtig, so. Wir haben 66 Sekunden, ist eigentlich kein Ding. Hier ist natürlich jetzt noch wieder fiese Stelle. Aber gepackt. Ah, okay. Meine ganze Angst gilt Bowser. Niemand anderem sonst. Nimm das. Richtig. So, das sieht gut aus. Den lassen wir einfach. Ist mir jetzt egal. Boah. Beeile ich mich hier lieber. Stattdessen. Passt schon. Ja, mach hinne. Wir haben keine Zeit. Der Part wird schon wieder relativ lang. Aber auch nur relativ. So, diesmal kommen wir hier auch locker ein bisschen schneller durch. Könnte jetzt wieder sagen, dank des Tanukis natürlich. Boah, Mann, Alter. Bleib doch mal locker hier. Das ist jetzt hier wieder so eine Sache. Ich kann nicht locker bleiben. Auf dem Weg? Auf dem Weg noch? Oh. Ja, komm, ist egal. Es ist machbar, das ist absolut machbar. Yes. Ja, da kann er nichts mehr tun, da kann er nur noch gucken und da kann er drauf gehen. So. Ich denke mal, dass wir das letzte Level jetzt noch nicht freigespielt haben, weil ich habe nicht alle goldenen Fahnen, das weiß ich. Da war was. Da fehlten noch goldene Fahnen. Die muss ich dann. Werde ich wahrscheinlich irgendwann, ja, heute Abend werde ich Naruto aufnehmen. Also dann werde ich es wahrscheinlich heute Abend nicht machen. Und leveln muss ich in Ni no Kuni auch noch. Von daher. Ja. Das muss erst alles vorher erledigt werden. Und dann werde ich diese Woche auch anfangen, drei neue Projekte aufzunehmen. Leute, wer bis hierhin durchgehalten hat, drei neue Projekte kommen am Wochenende. Ich freue mich extrem auf die drei Projekte, deswegen wird das auch echt cool. Ich freue mich voll drauf. So, wo fehlen uns denn noch goldene Fahnen? Wollt ihr jetzt mit zugucken, wie ich die Fahnen suche? Eigentlich nicht, oder? Mir wurde auch gesagt, die hier brauche ich nicht unbedingt. Alle? Echt nicht? Ich weiß es ja nicht. Die hatte ich schon, zum Beispiel. Das ist auch noch so ein Scheiß, ne? Die Dinger tauchen wieder auf und teilweise hattest du die schon. Das ist doch Mist. Naja, ganz egal. Ganz egal, Leute. Wir sehen uns auf jeden Fall im nächsten Part. Und da wird es dann das letzte Level geben, so wie es aussieht. Bis dann und ciao.